Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu einem weiteren Escape from Tarkov Quest Guide. Diesmal machen wir die Suchmission von Prapor, wo wir sein Konvoi und das Yusek Camp finden müssen. Und der Einfachheit halber beginnen wir hier im Offline-Modus in der Nähe vom Sägewerk. Da hinten geht's zum Sägewerk. Da hinten ist die Skaffhütte. Und wir gehen jetzt hier einfach mal querfeldein nach Norden, bis wir auf die Straße kommen, zu der wir hinwollen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Ich hoffe nur, ich verpasse meine Ausfahrt nicht. Naja, generell sollte das schon der richtige Weg sein. Wenn ihr euch mit der Orientierung besonders schwer tut, dann folgt einfach der Straße vom Skaffhaus hoch. Das sollte auch möglich sein. Nur dürft ihr nicht vergessen, dass ihr der Straße halt nicht permanent folgen dürft, sonst läuft ihr in ein Minenfeld. Dann müsst ihr halt kurz davor irgendwo nach rechts abbiegen. Und da haben wir schon unsere Straße. So, und der folgen wir dann bis zu einer markanten Stelle, die von einem Müllcontainer markiert ist. Die sollte ja jeden Augenblick kommen. Da vorne. Und da oben haben wir schon das Yusek Camp. Blöd, dass ich meine Ausdauer halt noch nicht wirklich trainiert habe in diesem Wipe. Sonst wären wir ein bisschen schneller dort. Und ja, wenn sich das hier ein bisschen länger zieht, dann macht es ja auch nichts aus. Hier sind wir im Yusek Camp, wie uns unsere Mission hier schon mal sagt. Dann gehen wir zurück auf die Straße und folgen einfach halbhalber mal der. Nicht, dass wir auch noch in einem Minenfeld laufen, weil hier sind jede Menge Minenfelder neben uns. Und hier auf dem Weg können wir halt am wenigsten falsch machen. Regenerieren wir mal kurz Ausdauer. Ein Glück, dass ich nicht überladen bin. Oh, 19,8 Kilogramm. Hätte ich eigentlich alles hier mitnehmen müssen. Das alles ist noch vom letzten Rage drin. Hallo? So. Hoppala. Nee, ich habe geschossen. Wir sind hier im Offline-Modus ohne Scuffs. Hat das Spiel ein kurzes Hängerchen. So, die Abzweigung. Hier nehmen wir nach links. Und folgen einfach weiterhin dem Weg. Und in Kürze sind wir schon dort. Guter Orientierungspunkt sind die Seen, zwischen denen wir durchlaufen. Weil in einem normalen Raid, wo man die Mission machen muss, es ist nicht immer die klügste Idee, entlang der Straße zu gehen. Und da vorne ist schon der Konvoi. Da müssen wir jetzt nur noch in die Nähe kommen. Dann ist die Mission soweit abgeschlossen. So, damit ist sie abgeschlossen. Jetzt müssen wir den Raid eigentlich nur noch durch einen Ausgang verlassen. Und uns dann bei Prapor melden. Aber ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr zeigen. Dementsprechend, meine Schnuffels, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Quest Guide Video wieder. Tschö, mitö. Vielen lieben Dank an Zombie Girl, Melba und Gollivers Reisen für eure Mitgliedschaft und natürlich auch ein Dankeschön an alle anderen.